So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator. Ja, und zwar zu der etwas anderen Spezialtransporter-Mission, mal wieder. Schön unsere schwere Last mit gerade mal 500 PS antreiben. Vor allen Dingen in der letzten Folge hatten wir auch noch unser kleines Problem mit dem Regen. Wird schon. Lass uns loslegen. Immer geradeaus. Tja, aber da sieht man mal, was man so für Probleme hat. Ne? Ich meine, das, was wir jetzt gerade haben, ist ja nun wirklich nicht der stärkste LKW. Ist aber halt schon stark genug, damit er halt bei Regen mehr Power als Traktion hat. Ne? Das heißt, bei der komischen Strecke letztens hier mit der Auffahrt, wo es geregnet hat, da wären wir wahrscheinlich mit dem 700 PS LKW auch nicht viel besser vorangekommen. Wenn überhaupt besser. Weil der ja dann natürlich auch nur zwei angetriebene Achsen gehabt hätte. Und dementsprechend noch mehr Power auf zwei Achsen heißt also noch mehr Traktion bei gleicher. Nee. Noch mehr Power bei gleicher Traktion, genau. Sprich also, der wäre noch mehr durchgerutscht. Da hätte man also auch nicht viel machen können. Wie gesagt, normalerweise packt man bei sowas dann einfach ein bisschen Split auf die Straße. Aber sowas haben wir hier in Game nicht. Ne? Wäre natürlich geil, wenn es sowas geben würde. Einfach so ein Sandstreuer. Wäre eigentlich schon cool, ne? Ich meine, Straßenbahnen haben sowas, ne? Aber von LKWs kenne ich sowas jetzt eigentlich eher nicht. Da müssen dann wirklich eher normale Leute langlaufen, die dann wirklich so ein Split-Eimer haben und dann einfach mit der Schippe auf der Straße verstreuen. Die gute alte Handarbeit quasi. Aber hier gibt es ja nicht mal Leute, die uns nachts leuchten. Oder irgendwie auf dem Auflieger Zusatzbeleuchtung, damit man besser sieht, wo man lang fährt. Ne? Ah ja. Das macht einem das Leben nicht gerade einfacher. So steil geht's ja hier gar nicht bergauf, Junge. Eieieiei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der LKW ist definitiv viel zu schwach. Alter Schwede. Nee. Das sieht man doch ja auch nicht. Und der hat schon 500 PS, ja, also. Entweder haben wir einfach das falsche Getriebe drin. Oder der LKW macht grundlegend irgendwas falsch. Naja. Hat halt schon einen Grund, warum diese Firma nicht bei den großen Boys mitspielt, ne? Es ist halt kein Scania oder Volvo. Es ist halt nur eine Firma, die man nicht mal richtig aussprechen kann. Das merkt man schon. Das merkt man schon richtig hart. Überholt jetzt oder nicht? Jetzt bremst er schon wieder ab, der neben mir. Kann er jetzt mal überholen oder nicht überholen oder beides oder was? Auch immer. Wie wir hier mit 30 km/h lang tuckern. Schön. Achso, fürs Protokoll, ne? Also unser Tempomat, falsche Taste. Unser Tempomat ist hier auf 60 eingestellt, ne? Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass, ne, ich was falsch mache. Mann, das da. Ne, ne, ist schon alles korrekt. Ah, wir beschleunigen wieder.
Sehr schön. Und es wird tatsächlich schon wieder dunkel. Schöne Gegend hier, by the way, auch. Gut, mit dem Haus, was da gebaut wird, ist vielleicht nicht so. Aber ansonsten, mit den ganzen Sonnenblumen hier und so. Sag mal, kann sein, dass der Typ Langeweile hat? Der fährt immer ran. Und dann nicht mehr. Ja. Wie war denn das? Ach, war das. Yeah. Es wird dunkel. Tja, siehst du, wir müssen jetzt eigentlich auch schon mittlerweile rasten gehen. Aber können wir ja nicht. Haben wir echt so lange gebaut? Kann doch gar nicht sein. Wir haben noch 10 Stunden Zeit, dürfen aber nicht schlafen gehen. Gut, ich meine, würden wir eh nicht schaffen, weil wir schlafen, glaube ich, fast 10 Stunden immer. Und für mal etwas weniger oder etwas mehr als 10 Stunden. So grob 10 Stunden auf jeden Fall. Und damit würden wir dann eh nicht mehr schlafen können, weil wir dann zu spät kommen würden. Ah, ist schon kacke. Eigentlich hätte uns die Zeit, wo wir da in der Auffahrt gehangen haben, wo es geregnet hat. Die Zeit hätten wir halt geschlafen müssen. Ja. Und dann hätten wir einfach wieder ein bisschen ausgeruht. Sowas wäre eigentlich schon geil, ne? Dass wenn man hier die Motor abschaltet in-game, dass dann, solange wie der Motor aus ist, das quasi als Ruhezeit mitgerechnet wird. Weil ich meine, wenn wir mit der Fähre fahren zum Beispiel, nützt das ja auch Ruhezeit. Also das wird da angerechnet zum Beispiel. Aber sowas hier, wenn wir hier irgendwo stehen und einfach Pause machen, das nicht. Ah. Verkehrte Welt. Komische Welt. Diese Welt. Ach ja, wir brauchen es ja als Navi. So. Unser Truck hat ja kein Navi. Was eine Schande. Gut, ich meine, eigentlich brauchen wir auch kein Navi, weil ne, wir bräuchten eigentlich einfach nur unserem Wagen da vorne folgen, aber Naja. So, das müsste jetzt schon die Abfahrt sein, ne? Okay. Die zweite Hälfte ging ja doch wesentlich schneller als die erste Hälfte. Was ist denn hier los? Oh, wir sind schon da. Hä? Warum diese? Hm. Oh, und der bricht schon wieder zusammen. Oh mein Gott. Und bleiben wir über 40? Ja, wir bleiben über 40. Okay, sehr gut. Der hier so vor sich hin tuckert, Alter. Schön. Das für eine schmale Ausfahrt hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ah, hier wird es ein bisschen enger. Biege nach rechts ab. Achso, das ist schon meine Aus. Ah. Was? Hä? Ach so, das war gerade dieses Müdigkeitsding, ne?
Wurde gerade auf einmal viel dunkler. Lol. Da siehst du so schon nur so wenig und da siehst du noch weniger. Nicht sehr geil. Jetzt geht es auch noch bergauf. Ei. Oh mein Gott. Komm schon. Bleib wenigstens über 20. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Yay, wir haben wieder 30 km/h. Doch, dieser Albtraum. So, da vorne ist schon die Mine. Oder der Bergbau, oder was auch immer das sein soll. Und da geht es jetzt zum Glück nur noch bergab, ne? Obwohl, nee. Erst in der Mine geht es nur noch bergab, auf jeden Fall. Das heißt, bis zur Mine kann immer noch alles Mögliche runtermäßig passieren. Okay. Interessantes Terrain. Ja. Mein Rad sieht man eh nicht. Ich weiß doch. Alter! Hör auf, mein Rückspiegel abzudunkeln. Ich sehe so schon nur so wenig. Da hat mich der Hänger gerade nach außen gezogen. Interessant. Ernsthaft? Ist das Ding echt rosa? Vor allem, wieso ist denn das... Wieso ist denn hier dieses, sag schon, das Cockpit so ultra schlecht auflösend? Also die Anzeigen, die sind gut, aber unten das Handbremse-Symbol und auch die Scheinwerfer-Symbole, die sind ja super schlecht auflösend. Okay. Na gut. So. Das war mal eine Aktion. Okay, ich würde sagen, damit lassen wir dann auch die, Level 14. Wupp, wupp. Was nehmen wir denn am dümmsten? Da oben haben wir jetzt mittlerweile alle. Ich würde mal sagen, wir machen mal das hier. Go, let's go. Und dann machen wir mal doch lieber wieder eine normale Mission. Das war jetzt erstmal genug für eine Fahrermission. Schwertransportmission. Goddammit. So, das heißt, wir fahren mal wieder mit unserem LKW. Jetzt ist die Frage, der müsste wieder in der Garage sein, ne? Mal kurz die Aufträge. Das heißt, wir müssen wieder unseren Hänger ankoppeln. Oder? Erstmal fahren. Wo sind wir jetzt? Frei wie der Wind. Oh, wir sind immer noch müde. Und wir stehen vor unserer Garage, ja. Okay, cool.
Das heißt, wir fahren mal direkt rein und machen mal ein Mittagsschläfchen. So. Perfekt. Und jetzt können wir unseren... Wie war denn das? Auflieger-Manager. Nein, Auflieger-Manager, nicht Fahrer-Manager. Mein Gott, damit. Was? Wie, wo? Was? Genau. So, dich brauchen wir. Und du bitte wieder jetzt nutzen. Möchtest du auswählen? Ja, angekoppelt. Sehr schön. So. Fahren. Ah. Yeah. Das, meine Lieben, ist ein LKW, so wie er sein muss. Nice. Tut, tut, map, map, hup, hup. Tütütütü. Geil, geil, geil. Ist so, können wir reingucken? Wir haben jetzt ein neues Level. Was haben wir jetzt denn so bekommen? Brauchen wir nicht, 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 brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Obwohl doch ein 6x4er wäre schon nicht schlecht. Der hat zwar zwei angetriebene Achsen. Aber 57.000 Euro. Ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht. So, was gibt es im Auflieger? Da gibt es... Oh, wir können... Oh, geil. Wir können Kühlfracht machen und wir können uns einen Dreiachse holen. Nice. Cool. Cool. Sehr schön. Vor allem dieser Isolationsauflieger. Mit dem kann man wesentlich mehr Fracht auswählen. Als hier mit dem, mit der, wo einfach nur so eine Plane drüber geschlagen ist. Weil Kühlfracht zum Beispiel kann man hier mit nicht transportieren. Ne? Ja. Cool. Cool. Sehr geil. Sehr geil. Ach, die LKW ist auch sehr geil. Wir können bald so immer wieder, ich mache mal hier so die Kamera ein bisschen ordentlicher, ein bisschen schöner. So ungefähr. So ungefähr. Dann können wir mal wieder hier unsere Speicherpunkte mal updaten. Speichern. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. 23.04. ist ja schon Jahre her. Ja. Ach ja, hatte ich ja nicht. Nee, doch. Keine Ahnung. Warum wir da so lange nicht gespeichert haben. So, dann noch den Zweier. Oh, dann machen wir noch schön Quick Save. Bup, also alle Speicherstände up to date. So, gucken wir mal, was wir machen hier. Genau, Frachtmarkt. So, beziehungsweise wollen wir erstmal zu einer Werkstatt fahren. Gucken, ob wir hier irgendwelche günstigen. Wir haben eine Werkstatt direkt nebenan. Sehr gut, fahren wir da mal hin und gucken, was wir mittlerweile bei dem LKW jetzt so machen können. Straße ist zum Glück leer. Sagte er und sah einen LKW vor sich. Oh mein Gott. Hä, wir haben ja bereits drei Auflieger. Drei Auflieger. Drei Achsen am Auflieger. Warum? Okay. Momentchen mal, kann es denn sein, dass wir... Was haben wir denn? Okay, komm. Wir fahren jetzt aus der Werkstatt, gucken wir mal, gucken, was wir haben und was wir so kaufen können. Fahr doch. Fahr doch mal. Oh. Frei beim Marzipan. Und stopp. Und Motor aus. Und let's go. So, wir brauchen Wartung. Ja, können wir mal gucken. Nee. Sehe ich nicht so. So. Was wir gucken können, ist zuallererst mal, ne? Lohnt sich noch nicht. Können wir da überhaupt diese Onboard-Teile raufklatschen? Ja, okay, gibt es auch diese Onboard-Teile. Okay. Okay. Nee, sehe ich aber ehrlich gesagt nicht. Auch mal weg hier. Die Kogge. So, was wir machen können, ist das Ding hier kaufen. So zum Beispiel. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Doch. Der sieht die Dinger hier vorne besser aus. Ganz ehrlich. So, oh, hier ist ein Sternchen. Ah, stimmt ja. Okay. Gut, macht aber ehrlich gesagt wenig Sinn, weil wir haben ja hier hinten bereits unsere Auspuffdinger da. Ne?
Von daher macht das. Ach, müssen wir auf beiden Seiten extra kaufen. Oh. Na gut, dann kostet es natürlich gleich wesentlich mehr. Aber sieht schon geil aus. Können wir das Ding dafür verkaufen? Oh, ja! Cool! Okay, das ist geil. Okay, ist doch gar nicht mal so schlecht. Oh, doch, siehst du aber direkt wieder, ne? Was sieht besser aus? Das hier oder das? Doch, ich würde schon sagen, das sieht besser aus, ne? Das hier sieht ein bisschen zu. Ja, das ist zu klein. Ne? Wenn das Ding genauso lang wäre wie das Ding, dann würde es cool aussehen. Aber dadurch, dass das Ding auch kürzer ist, das sieht total hässlich aus. Ja, das sieht da schon wesentlich besser aus. Okay. Hier gibt es auch ein paar Sternchen. Da haben wir die Dinger mit LED dran, ne? Und andere mit LED gibt es nicht, also lassen wir die. Was gibt's hier? Oh. Nee, aber. Nee, da behalten wir den, ne? Der sieht ganz gut aus. Und das Ding können wir gar nicht nehmen, weil das wegen dem Kühlergrill nicht geht. Okay, also hat sich das auch erledigt. Okay. So, wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir jetzt 540 PS. Also nochmal 40 PS mehr. Ehrlich gesagt sehe ich das nicht so. Ne? Da warte ich mal lieber, bis wir hier. Was ist das denn hier alles? Fabrikteil. Ah. Achso, was gesperrt ist, kann ich hier keine Informationen ansehen. Okay. Ah, okay. Okay. Na gut, Getriebe. Hatte ich auch nicht viel getan. Der hier wäre halt noch schneller, aber dann habe ich weniger Traktion. Wobei, nee, das Differential ist größer. Wäre aber immer ein Fabrikteil. Aber ganz ehrlich, nee. Es bringt nicht so viel und dafür aber 5000 Euro ausgeben unterm Strich, bin ich nicht bereit. Das ist ein bisschen hoppig, ne? Muss ja nicht sein. Ja, und hier, wie gesagt, haufenweise Lackierungen, auch haufenweise mit irgendwelchen schönen Motiven drauf, was ja schön ist, keine Frage, aber halt nix so Richtung Anime. Das ist halt. Ist halt schon ein bisschen traurig. Naja. So, haben wir hier drin noch was Neues? Irgendwie was Schönes? Nö, ne? Da haben wir eigentlich auch soweit alles, ne? Ja, doch, sehe ich gut. Okay, dann sage ich mal bestellen. Boom, 600 Euro bekommen. Geil. So kaufe ich gerne ein, wenn ich Geld zurückbekomme. So, hier haben wir immer noch den Auflieger einzeln. Okay. Aha, genau. Hier können wir jetzt sagen: Trockenfrachtkoffer. Boom, Digga. Und isoliert. Nice. Bei isoliert müsste es ja eigentlich auch noch hier so eine Kühleinheit vorne geben, ne? Ich bin mal ganz kurz hier. Nee. Hä, nee, ist doch der falsche. Hier müsste ISO stehen. Gibt es da noch ein anderes Modell? Weil hier gibt es ja auch noch ein paar andere. Warte mal kurz, muss ich mal was hier rau drücken? Ja, in den Rückgängig machen. Dass ich immer komplett raus muss, um in das Menü zu können. Wow. Das ist ja ein bisschen dumm. Gut, Auflieger. Wollen wir mal kurz gucken hier. Nein. Hä? Mal so. Ah. Na gut, kann ich mal. Das ist ja blöd. LKW kann ich schon vorher reingucken. Hier mit dem LKW-Browser kann ich schon reingucken. Aber bei Auflieger gibt es sowas nicht. Ach doch, hier. Ich bin ja dumm. Ich bin ja dämlich. Okay, nevermind. So, dann kommen wir mal hier. Okay, das brauchen wir nicht. Wir brauchen. Ah, okay, die haben wir hier schon direkt. Genau, okay. Ah, und wir haben bisher nur das Ding. Ja, sehr interessant. Genau, das ist Level 15 mit Kühleinheit.
Das heißt, der bringt uns noch gar nicht so viel, oder? Ich meine, der ist immerhin isoliert, aber so viel mehr Fracht bekommen tun wir damit ja auch nicht. Frachtvorschau, medizinische Impfstoffe, what? Dynamit. Man sieht doch eh nicht, was drin ist. Warum gibt es eine Frachtvorschau? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Gut, ich meine, wenn man jetzt hier was anderes wählen würde, das hier zum Beispiel, dann vielleicht. Ja gut, jetzt gibt es natürlich kein Dynamit mehr. Schade. Bitte. Aha, okay. Cool. Okay, das ist natürlich schon geil. Jetzt kann man also hier sein LKW so komplett zusammenstellen, wie man möchte. Und kann dann auch richtig schön sagen, okay. Das ist schon geil. Ah, das ist schon echt geil. Ui. Ui. Oh. Radlader. Yacht. Ach ja, stimmt, da kann man jetzt auch noch dieses Volvo-DLC mit dazu, ne? Wo ich jetzt diverse Volvo-Dinger so machen kann. Geil. Yeah, Volvo, Volvo. Volvo. Das ist ein Maschinchen. Gut, aber ja, das bringt uns also nicht allzu viel. Wait a minute, wir haben eine E-Mail. Neue Spezialtransporte. Bralibrit hier schnitten, aber gut, wie gesagt, Spezialtransport hat man erstmal genug. So, jetzt muss ich erstmal wieder zurückfahren. Und wieder hinfahren. Damit ich wieder in das Menü hier reinkomme. Das ist so behindert. Das ist ein bisschen dumm gelöst. So, nee, ich wollte Auflieger-Konfigurator. LKW waren wir doch schon fertig. So. Hier können wir nur das, hier können wir auch nur das. Das hier lohnt sich noch nicht wirklich. Nicht für den Preis zumindest. Ne? Das macht eher gar keinen Sinn. Lassen wir also. Ah, ja. Ja, Dankeschön. So, das hier wäre aber interessant. Okay, wir haben schon dreiachsig bekommen und haben jetzt aber hier noch weitere, wo wir die Achsen weiter nach hinten sind. Nee, sehe ich nicht. Ich meine, was soll das bringen? Denn dann haben wir noch höheren Radstand. Gut, ich meine, die wäre zumindest lenkbar hinten, okay, ja. Das heißt, stimmt, effektiv wäre der Radstand kürzer. Vor allem bei der Vorschau sieht es so aus, als wenn die beiden Achsen nach vorne rutschen würden. Aber in Wirklichkeit rutscht die Achse nach hinten. Nee, dann bringt das auch nicht wirklich was. Nee, du, sehe ich nicht. Das hier bringt auch nichts, wirklich. Nö. Nö. Das hier so, ja, das kann man so machen. Warum hat er jetzt meine Lackierung weggenommen? Hä? Oh, die gibt es für den kurzen gar nicht. Oh. Ja, nee, dann können wir das nicht machen. Hä? Halt, nein. Was denn? Da. Okay. Ja, nee, sehe ich nicht so. Gucken wir mal, was es noch so gibt. Hier zum Beispiel. Da gibt es. Na gut, neue Räder brauche ich eigentlich nicht wirklich. Die wir haben, sind eigentlich schön. Nee, fühle ich ehrlich gesagt eher nicht so. Ja, nee, also. Oh! Das ist natürlich jetzt mit dem Türkis ein bisschen optisch so schon hässlich. Können wir gucken, wie es das hier mit dem als Gesamt aussieht. Ja, das sieht zumindest etwas ansehnlicher. Ui. Ja, ist halt leider alles so türkis gehalten, ne? Leider kann man hier nicht die Farbe einstellen, dass man hier so eine Farbauswahl hat. Obwohl, das mit dem Türkis ist halt echt hässlich. Das kannst du so nicht anbieten.
Da kriegst du Albträume. Tja. Ja. Ja, nee, da müssen wir noch ein paar Level warten, bis sich hier was lohnt. Weil wenn, dann hätte ich schon gerne Kühlauflieger. Weil mit einem Kühlauflieger kannst du wirklich alles transportieren. Jutchen, dann gucken wir mal nach dem Auftrag. Frachtmarkt. So, wir sind wieder bei uns. Das ist sehr interessant. Hier gibt es... Oh, 35.000. Oh, das ist doch was. Oh. Akzeptiert. Let's go. Fertig zum Losfahren. So, dann stellen wir uns mal hier ein bisschen günstiger hin irgendwo. Wo kommt der LKW her? Ungefähr so hier, ne? So ein bisschen so, dass wir ein bisschen schöner stehen. Und da würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle mal Folgenende und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was? Ja, mach doch. Ist ja dumm. Genau, ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder und dann fahren wir mal wieder mit unserem LKW ein bisschen rum, der auch viel schöner aussieht. Bis dann.